Hallo zusammen, Doktor hier mit einer neuen Folge Splinter Cell. In der letzten Folge habe ich mich der chinesischen Botschaft angenähert. Ich hoffe, dass ich die jetzt langsam auch mal erreiche. Ich gucke mal eben in die Ziele. Ich muss mit einem Lasermikrofon Informationen sammeln und einem Laster zum Botschaftsgelände folgen. Ja, Leute erschießen darf ich auch nicht, ansonsten ist hier Missionsende. Und zwar nicht nur in der Botschaft, sondern das gilt auch jetzt schon, habe ich festgestellt. Ja. Ah, geht doch. Da ist der Laster. Da ist der Laster. Und hier ist irgendwo eine Kamera. Ich höre die, ich sehe die aber nicht. Da oben? Nee. Da. Okay, hab's ja gesehen. Ja, dann würde ich sagen, versuche jetzt hier einfach hier in dem Schatten zu bleiben und komme ich da denn überhaupt komplett hin? Nee. Das wird schwierig. Hallo, hey, ich bin's nochmal. Darf ich die Papiere sehen? Das ist heute Abend schon das 7. Mal. Können wir das nicht mal vergessen? Diese Order kommt direkt von Fai Rong. Darf ich deinen Ausweis sehen? Danke. Die Autorisierung dauert circa eine Minute. Zutritt genehmigt. Schönen Abend noch. Na, hier wird's aber schon wieder verdammt hell. Ich speichere mal eben. Oh, da kommt einer. Da kommt einer. Jetzt geht er wieder. Oder auch nicht. Okay, so viel. Ich lade neu. Was war das? Oh oh. Ja, die haben mich wieder alle gesehen. Ich lad neu. Ach Mann. So dumm. Okay, der geht weg. Speichern. Da läuft der Typ jetzt rum mit dem Hund.
Er hat eine Pferde. Gerade noch mal so gut gegangen, glaube ich. Okay. Irgendwo an einem Fenster hier, da spricht er doch. Da oben. Mal gucken, ob das von hier aus klappt. Richtmikrofon und gib ihm. Aber du kennst die Details. Wir müssen gemeinsam zuschlagen, sonst können wir es vergessen. Nicolazze, hör zu. Weil du uns verraten wirst. Das ist absurd. Warum sollten sie uns zuhören? Das ist paranoid, aber gut. Mein Gut, wir führen ein sicheres Gespräch aus meinem Auto. Was zur Hölle war das? Wir hatten nur die eine Chance und du hast es versaut. Deine Mission ist beendet. Gott stehe uns bei, das bedeutet Krieg. Die Mission ist beendet. Kapier ich nicht. Hä? Ich lad neu. Habe ich jetzt ehrlich gesagt so gar nicht verstanden. Hätte ich näher dran sein müssen, oder was war jetzt das Problem? Was ist los? Riechst du was? So, da oben steht er, ja. Ich speichere mal eben. Richtmikrofon. Ich kapier's nicht so ganz. Aber du kennst die Details. Wir müssen gemeinsam zuschlagen, sonst können wir es vergessen. Nicolazze, hör zu. Weil du uns verraten wirst. Das ist absurd. Warum sollten sie uns zuhören? Das ist paranoid, aber gut. Mein Gut, wir führen ein sicheres Gespräch aus meinem Auto. Was zur Hölle war das? Wir hatten nur die eine Chance und du hast es versaut. Deine Mission ist... Also ich verstehe das gerade nicht. Was genau mache ich denn falsch? Mit Lasermikrofon Informationen sammeln. Das ist eh schon abgeschlossen. Hä? Komisch. Was soll ich denn hier anders machen? Ich verstehe es nicht.
Was zur Hölle war das? Wir hatten nur die eine Chance und du hast es versaut. Deine Mission ist beendet. Gott stehe uns bei, das bedeutet Krieg. Stadt neu. Also, ich verstehe das nicht. Gib mir noch 3 Tage. Die Geräte können am 1. Tag bewaffnet und am 2. platziert werden. Natürlich die Arche, aber du kennst die Details. Wir müssen gemeinsam zuschlagen, sonst können wir es vergessen. Nicolazze, hör zu. Weil du uns verraten wirst. Das ist absurd. Warum sollten sie uns zuhören? Das ist paranoid, aber gut. Nein, gut. Wir führen ein sicheres Gespräch aus meinem Auto. Ah, okay. Himmel, Fischer. Das ist General Kong Fairong. Himmel. Wer ist das? Er war der Vorsitzende von Chinas Zentraler Militärkommission bis 01. Hohes Armeetier. Ein chinesischer General, der mit Nicolazze spricht? Nicht gut. Wir müssen unbedingt mitbekommen, was die beiden sich zu sagen haben. Es ist an der Zeit für dich, unsichtbar zu werden. Wenn dich jemand sieht, ist deine Mission beendet. Okay, Problem dann war dann eben, dass ich den Anfang des Gesprächs nicht aufgenommen hatte. Ich hätte schneller sein müssen. Tja. Abwehrspezialisten sind zwar nicht die größte Bedrohung, aber vielleicht die fähigsten. Natürlich. Wie oft wird das Signal umgeleitet? Ihr dachtet doch auch, dass eure Kula-Halbinselbasis unaufspürbar sei. Ja, ich verstehe. Psychologische Kriegsführung. Ja, ja, ich habe schon viele Exekutionen gesehen, aber noch nie mit Amerikanern. Einen Moment. Paul, wie lange noch bis zur Muk-Zobu-Schlachterei? 10 Minuten, vielleicht doch mehr. Wir müssen eine Polizeikontrolle passieren. Nein, ist die Mühe nicht wert. Wird sie die Übertragung dann ansehen wie alle anderen? Ja, wie wahr? Sie sind ein böser Mensch, Mr. Nicolazze. Ich hoffe, die Übertragung läuft glatt. Viel Glück! Sie wollen die Soldaten exekutieren. Scheint so. Du musst sie aufhalten. Treff dich mit Cohn. Ich schicke dir die Daten für Mook. Muk-Zobu. Genau. Verheißungsvolles Jagdrevier. Verdammt richtig. Die Zeit der Zärtlichkeit ist vorbei. Ich muss das weitermelden. Vielleicht bedeutet das Krieg. Okay, ich speichere. So, die Aufgaben habe ich erfüllt. Treffen Sie Cohn, um nach Muk-Zobu zu gelangen. Ja, wo denn? Im Schatten. Oh oh. Oh. Ihn nun speichern.
Mal speichern. Und nochmal speichern. Irgendwas hat sich bewegt. Und laden. Ein Traum. Was war das? Und laden. Ach, herrlich. Irgendwas hat sich bewegt. Ach, jetzt aber. Jedoch. So, und dann muss ich mal gucken, wo ich mich da treffen soll mit Cohn. Weil das finde ich so ein bisschen nebulös, keine Ahnung, wo ich da hin soll. Kurz nachladen, speichern. Ich denke mal, hier rein soll ich ja nicht, ne? Oder doch? Schloss klemmt. Okay, Dietrich ist nicht die Lösung. Was genau wollen die von mir? Ich kapiere es gerade nicht. Treffen Sie Cohn, um nach Mukzobo zu gelangen. Ja, wo? Wo soll ich hin? Abholpunkt. Also hier ist die Botschaft, gegenüber links Abholpunkt. Das wäre dann hier so links. Da steht auch ein Wagen. Da soll ich rüber. Ja, das muss ja, ey, wie soll man denn darauf kommen? Dann hätte ich die auch nicht ausschalten müssen, die Typis. Ei. Einsteigen, wir müssen los. Halten Sie sich gut fest. Puh, Leute. So nah und doch so fern. Okay.
chinesische Botschaft damit abgeschlossen in Myanmar. Die Informationen aus der Botschaft zeigen eine Verbindung zwischen Nicolaze und Kong Fairong, einem chinesischen General, auf. Des Weiteren konnte in Erfahrung gebracht werden, dass amerikanische Soldaten auf Nicolazes Befehl während einer Internetübertragung aus dem nahegelegenen Mukzobo-Schlachthaus exekutiert werden sollen. Obwohl Näheres dazu nicht veröffentlicht wurde, sprechen Geheimdienstkreise davon, dass China heimlich Atomwaffen herstellt und somit internationale Verträge verletzt. China hat gegen die Vorwürfe protestiert und erneut zum Ausdruck gebracht, dass diplomatische Gespräche mit China gestalten sich weiter schwierig. US-Truppen in aller Welt bereiten sich derweil auf die Abwehr möglicher Angriffe vor. China hat erneut alle Verbindungen zu Combine Nicolaze dementiert. Oh mein Gott. Internetübertragung vor wenigen Minuten. Kann nicht zulassen, dass mein Land zu einem Spielball des widerlichen amerikanischen Despotismus oder dem seiner Verbündeten wird. Die Welt gehört nicht euch alleine. Die Soldaten, die ihr ständig zu uns schickt, nehmen am amerikanischen Terror teil. Um 17.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit werden die Soldaten, die den ungerechtfertigten Hass ihres Mutterlandes sehen, live und für alle Welt sichtbar exekutiert. Ich sag's nochmal, die Zwischensequenzen sind leider nur so in so einem kleinen Fensterchen oben links dargestellt. Zumindest bei euch in der Aufnahme. Ich sehe es im Vollbild, aber halt in relativ schlechter Auflösung. Ist halt ein altes Spiel, ne? So, jetzt kommt das Mukzobo-Schlachthaus in Myanmar. Gefangene US-Soldaten retten ist der übergeordnete Auftrag. In einem finalen Akt des Hasses gegen die USA will Nicolaze gefangene US-Soldaten während einer Internetübertragung exekutieren lassen. Vyacheslav Grinko soll dabei die tödliche Regie führen. Diese Exekutionen müssen verhindert werden, auch um die Beziehungen zu China zu stabilisieren. Okay, ich verstehe. Fischer, wir nähern uns der Schwelle zum Krieg. Wenn Nicolaze diese Männer bei laufenden Kameras tötet, sind wir erledigt. Machen uns die Toten oder die Übertragung Sorgen? Fürs Erste die Übertragung. Dann gewinnen wir Zeit, um das Töten zu beenden. Nicolaze sendet über eine Antenne auf dem Dach. Das ist dein erstes Missionsziel. Alles Weitere auf dem Orbset. Gut, alles klar. Ziele. Verschaffen Sie sich Zugang zur Dachantenne und zerstören Sie sie, so dass sich nichts mehr übertragen werden. So dass nichts mehr übertragen werden kann. Bild von Grinko. Ah, so sieht er aus. Okay. Gut, dann einmal speichern. Und dann glaube ich, dass hier ein guter Punkt ist, um einen Cut zu machen, denn das zeitliche Ende der Folge ist eigentlich auf den Punkt genau erreicht. Das heißt, an dieser Stelle im Schlachthaus oder vor dem Schlachthaus geht es dann in der nächsten Folge nahtlos weiter. Ich sage für heute danke fürs Zuschauen, seid gern auch in der nächsten Folge dabei. Bis dahin.